Wenn es um kommende Inhalte für die Sims 4 geht, wissen wir oft nur recht kurzfristig, auf welche neuen Packs wir uns so freuen können. Durch eine im Jahr 2020 erschienene Umfrage haben wir jetzt aber einen deutlich besseren Einblick darüber, welche Ideen die Entwickler möglicherweise für die nächste Zeit noch so in Planung haben. Das Die Sims 4 Zusammenwachsen Erweiterungspack ist bereits im letzten Monat erschienen. Und auch wenn das Pack von der Community doch recht gut aufgenommen wurde, ebbt der erste Hype zum Pack wieder ein wenig ab. Passend dazu wird es langsam wieder Zeit für einen neuen Quartalsteaser, in dem die Entwickler immer für die nächsten 3 Monate ankündigen, über was für Themen wir uns in der nächsten Zeit so freuen können. Eigentlich erscheint dieser immer direkt in den ersten Tagen am Monatsbeginn nach den vorangegangenen 3 Monaten. Diese Woche allerdings blieb eine Veröffentlichung des Teasers aus. Vielleicht ist es dann nächste Woche soweit. Dass der Teaser diese Woche nicht gekommen ist, war jetzt wirklich nicht so arg schlimm. Ich meine, die Erweiterung ist ja gerade erst ein paar Tage her und ich denke, da sind wir immer noch gerade so ein bisschen am Spielen, aber es hat mich trotzdem so ein bisschen überrascht. Es wäre ja ebenfalls möglich, dass wir diesen Monat gar keine neuen Inhalte bekommen, dann noch nicht mal ein neues Set, vielleicht nochmal so einen kleinen Sims Delivery Express und dann wollen die Entwickler dann vielleicht nächsten Monat dann wieder erst mit dem Teaser starten. Das wissen wir jetzt nicht so genau, wäre zwar ein bisschen ungewöhnlich, ist in der Vergangenheit noch nicht passiert, aber ich würde es gar nicht ausschließen. Auch über die Themen haben wir gar keine Infos, noch nicht mal in was für eine Richtung es so geht. Aber genau dazu gab es schon vor einiger Zeit im Jahr 2020 eine neue Entwicklerumfrage. Die Entwickler veröffentlichen ja ab und zu mal so ein paar kleinere Umfragen, in denen sie gerne wissen wollen, was wir Spieler denn so für Gameplay sehen wollen, wie wir so bestimmte Gameplay-Funktionen einschätzen würden, welche uns da besonders wichtig sind. Ich habe euch die jetzt hier einfach nochmal rausgesucht, das ist nämlich tatsächlich ganz spannend. Ein SimGuru hat nämlich mal auf Twitter verraten, dass die Entwickler ungefähr immer so 3 Jahre im Voraus planen. Und wenn wir jetzt mal rechnen, diese Umfrage ist im April 2020 erschienen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen die Optionen und Fragen, die so in dieser Umfrage gestellt wurden, genauer ansehen, fällt so ein bisschen auf, dass die Entwickler hier ebenfalls auch Themen angesprochen haben, die wir jetzt so in den letzten Jahren auch wirklich dann erhalten haben. Hier in der ersten Frage wurde dann gefragt, welche Features für uns so ein bisschen am interessantesten sind. Und hier ist unter anderem Modern Love and Romance dabei. Das steht ja ganz klar für das Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack. Auch wenn wir uns hier die Beschreibung so ein bisschen durchlesen. Okay, Relationship-Types waren in diesem Gameplay-Pack jetzt nicht Thema, aber allgemein so dieses Oberthema wurde dann ja mit diesem Pack behandelt. Es gab hier American High Schools, ebenfalls ein Pack, was dann in diesem Zeitraum erschienen ist. Highschool-Jahre. Jetzt haben wir hier noch Growing Pains and Life Issues. Das wurde jetzt dann mit dem Zusammenwachsen-Erweiterungspack behandelt. NPC Story Progression war auch ein Feature, was zum Beispiel in Die Sims 3 sehr stark ausgeprägt war. In Die Sims 4 bis zu einem großen Update nicht, nämlich dem Nachbarschaftsupdate. Da wurde dann so ein bisschen mit reingebracht, dass die Sims selbstständig ausziehen können, heiraten können, Kinder bekommen können. Solche Sachen, das kann man jetzt ja auch seit ein paar Jährchen dann im Spiel einstellen. Aber wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, hier sind ebenfalls Ideen dabei, die es dann nicht geschafft haben. Hier sind Features wie richtige Einkaufsläden dabei. Auch so ein Feature, was ich, glaube ich, ganz spannend fände. Auch wenn wir das mit dem An die Arbeit Erweiterungspack schon so in einer gewissen Weise erhalten haben. Da konnten wir ja unsere eigenen Läden führen. Aber hier dann so ein bisschen größer. Man kann das perfekte Outfit heraussuchen. Es gibt hier so Ladendetektive. Man kann Schnäppchen schlagen. Es gibt ganz viele verschiedene Geschäfte, so wird das hier so ein bisschen beschrieben. Und die Sache ist, wir konnten hier ja ebenfalls festlegen, welche Features wir sehr gut fanden, welche wir nicht so gut fanden. Und es kann sein, dass zum Beispiel, wenn Bands hier relativ gut abgeschnitten hat, dann Highschool-Jahre ein bisschen höher, haben die Entwickler zuerst dann sich an Highschool-Jahre gesetzt oder so. Aber das Thema Bands ist dann nicht vom Tisch. Kulinarik-Quests, sei ein Chefkoch, finde die besten Zutaten, kreiere deine eigenen Rezepte und manage die Küche, wenn es mal so richtig stressig wird. Also ich muss zugeben, hier sind schon ein paar sehr coole Ideen dabei. Hier Cheerleading wurde dann ja ebenfalls mit dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack so ein bisschen verheiratet. Auch eine lustige Idee, Fanclub-Creator. Stecke deine Sims mit dem Fansein an. Erstelle Fanclubs, sammle seltene Erfahrungen und drück deine Liebe aus.
glaube, von den Ideen fände ich die Bands wirklich am spannendsten. Das wäre auch noch so ein Feature, wenn das richtig gut ausgearbeitet wird, wenn man ein bisschen kleinere Bands haben kann, wenn man sehr große Bands haben kann, mit denen dann vielleicht sogar so eine Art Konzert spielen kann. Das würde, glaube ich, im Spiel schon irgendwie ganz gut funktionieren und auch sonst so zu den Themen, die wir bisher haben, eigentlich ganz gut so da reinpassen. Gehen wir mal weiter. Die Entwickler haben hier ebenfalls gefragt, was für Weltenthemen wir noch interessant finden, was da noch so ein bisschen umgesetzt werden soll. Ich glaube, von dieser Liste wurden nur diese Scottish Highlands umgesetzt und die griechischen Inseln mit auch wieder mit meiner Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack. Ansonsten sind hier noch sehr viele Welten dabei, die wir jetzt im Spiel so gar nicht haben. Den Regenwald fände ich persönlich ein bisschen langweilig, weil wir den mit Dschungelabenteuer so ein bisschen vielleicht schon haben. Italien und Spanien klingt für mich sehr cool. Wie sie die Schweiz im Spiel umsetzen wollen, fände ich auch sehr interessant. Ich meine, so eine Art von Welt hatten wir bis jetzt noch in keinem einzigen Sims-Teil. Also ich denke, das wäre doch vielleicht schon eine ganz coole Idee, das mal so ein bisschen zu sehen. Ich glaube wirklich, mein heimlicher Favorit, wo ich denke, dass das von der Location und vom Gameplay vielleicht wirklich am spannendsten sein könnte, wäre, glaube ich, wirklich hier diese schweizerische Bergstadt. Hier wurden die Spieler dann so ein bisschen über das Zwischenmenschliche von den Sims ausgefragt und so ein bisschen ihre Persönlichkeit. Ich glaube, von dieser Liste ist mittlerweile nur Family Evolution Outside the Household mit reingekommen. Und sag ich, die Emotionen in die Sims 4 sind irgendwie, ja, einfach so ein bisschen belanglos. Deswegen wüsste ich gar nicht, wie man die jetzt noch so krass aufpeppen kann, dass sie im Spiel für mich persönlich irgendwie spannend werden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Allgemein so Langzeit-Spielspaß bringendes Gameplay ist für mich immer ganz wichtig. Priorität 1 quasi. Hoffentlich wird auch noch der letzte Punkt so ein bisschen behandelt. Konsequenzen, wenn man eine neue Freundschaft aufbaut oder sie dann wieder zu Ende geht. Das wäre auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wenn so zwei Sims richtig zerstritten sind, sie dann so mit ihren Freunden über die anderen Sims reden und dadurch sich dann auch vielleicht die Freundschaft dann zu den anderen Sims gegenseitig so ein bisschen verändert, weil dann alle übereinander lästern oder so. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ihr habt bestimmt bei euch auch so Streithähne im Freundeskreis, wo sowas immer wieder Thema ist. Dann ging es darum, welche Kategorie im Erstelle einen Sim-Modus nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Das ist dann so ein bisschen weniger spannend. Viel spannender hingegen ist dann diese Umfrage, in der es so ein bisschen darum ging, was für neue Erstelle einen Sim-Modus-Kategorien es auf jeden Fall mal im Spiel geben sollte. Da ist ja die Kategorie der Körperbehaarung erweitert worden, Dehnungsstreifen, Narben erhalten, aber ansonsten, ich glaube, Verbrennung ist nicht ins Spiel gekommen. Vitiligo wird ja auch die Weißhautfleckenkrankheit genannt. Das sind einfach so farbige Flecken auf der Haut. Da gibt es ja ganz viel Custom-Content, den die Community zu diesem Thema erstellt hat, aber im Spiel ist es auch noch nicht. Prothesen finde ich hier noch sehr wichtig. Das ist, glaube ich, wenn man sein Sim-Self erstellen will, auch wichtig, wenn man eine Prothese hat. Damit wären wir auch am Ende dieser Umfrage angekommen. Mir fällt gerade auf, dass wir schon sehr lang nicht mehr so eine Art von Umfrage erhalten haben. Vielleicht kommt ja dieses Jahr noch was. Früher wurden die ja manchmal so ein bisschen geleakt. Es ist auf jeden Fall immer sehr spannend, da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was für Ideen die Entwickler da so haben. Hoffen wir einfach mal, dass es bald wieder der Fall sein wird. Wie gesagt, es kann gut sein, dass einige Ideen von dieser Liste auch noch mit ins Spiel kommen. Andere vielleicht nicht. Es ist ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass ihr gesehen habt, dass ja schon einige Sachen wirklich dann ins Spiel gekommen sind, ist es gar nicht mal so unrealistisch. Was wäre denn da so euer Favorit? Fehlt da vielleicht irgendwas auf der Liste? Was sollte auf jeden Fall auch nochmal so in der nächsten Zeit grob behandelt werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.